Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge hat die gute Varuni im Hintergrund uns eine Aufgabe gegeben. Und zwar sollen wir Gastons Wohnung untersuchen. Müssen wir hier rum. Träume, Blumengarten, Vogelgesang. Oh, ich habe total vergessen. Wo habt ihr ihn versteckt, ihr Wurm? Dass wir noch Kopfgeld haben. Wo kamen die denn jetzt her? Werte Mitapostel, vor kurzem kam mir eine nicht ganz unwichtige Angelegenheit zu Ohren, um die ich mich umgehend kümmern muss. Ich entschuldige mich für Verzögerungen, die meine kurze Abwesenheit möglicherweise mit sich bringt. Bitte wendet euch in dringenden Fragen an meinen Gehilfen. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Alles ist in bester Ordnung. Bitte macht weiter so, wie es eurer Position entspricht. Im Glauben bei euch. G. Träume. Da seid ihr ja. Vertraute Umarmung. Mondlicht. Was war das denn für eine Aktion gerade? Die Faktoten berichteten von einer ungewöhnlichen Energiesignatur in Gaskones Wohnung. Ist euch da drinnen etwas aufgefallen? Ja, ich habe eine Kreatur in der Amtsstube von Gastone gefunden. Eine Art Detra. Sie sah aus wie eine blasse Frau. Das klingt nach einem Nocturnal-Sperling. Beim Getriebe. Wie ist dieses Ding nur an unseren Sicherheitsspulen vorbeigekommen? Ist Gascone... tot? Ich weiß es noch nicht. Er hat diese Notiz hinterlassen. Das ist ganz schön verdächtig, oder? Ein unerwarteter Aufbruch mit anschließendem Daedra-Angriff. Wir werden es wohl erst erfahren, wenn wir ihn gefunden haben. Ihr habt recht. Ich bin mir bewusst, dass Gascone ein eingebildeter Faulpelz ist, aber sich mit den Daedra einzulassen... Ich bete, dass das nicht wahr ist. Wir müssen herausfinden, worauf es diese Daedra abgesehen hatte. Aufseherin Luciana könnte vielleicht eine Suche organisieren. Sie ist gerade aufgebrochen, um die Menge zu zerstreuen. In Ordnung. Ich werde mit Luciana sprechen. Ich hoffe, ihr schnappt Gascone bald. Wir müssen wissen, was er weiß. Auf der Stelle. Besitzt Gascone Vögel? Vögel? Nicht, dass ich wüsste. Er könnte an irgendeiner Art vogelähnlichem Automaten tüfteln. Aber er spricht mit mir kaum über derlei Dinge. Warum fragt ihr? Ich habe überall in seinem Arbeitszimmer schwarze Federn gesehen. Wartet. Federn? Von einem lebendigen Vogel? Ja. Ist das ungewöhnlich? Das ist beispiellos. Soweit ich weiß, hat kein lebendiger Vogel je eine Schwinge in die Stadt der Uhrwerke gestreckt. Und selbst wenn es einer getan hat, hat er hier nicht lange durchgehalten. Hier kriechen nicht gerade viele Würmer herum. Sie fressen doch Würmer, stimmt's? Manche. Jedenfalls sieht es jetzt so aus, als wären die vogellose Zeit vorüber. Faszinierend. Ich wollte schon immer mal einen sehen. Unter etwas besseren Umständen natürlich. Ich werde unsere Naturkundler verständigen, sobald wir diese Situation mit Gascone geklärt haben. Wisst ihr, wohin Gascone gegangen sein könnte? Ich fürchte nicht. Gascone behält für sich, was er außerhalb der Basilika treibt. Letzten Monat verbrachte er ein paar Tage draußen im Radius, aber das ist kaum etwas Ungewöhnliches. Apostel forschen ständig auch vor den Toren der Feste. Wisst ihr, was er für gewöhnlich so studiert? Meistens Mathematik, prädiktive Theorie, sphärische Geometrie, wohlgeformte Enumerationen, solche Sachen eben. Er hat gerade eine Dissertation über transdimensionale Berechnungsverfahren veröffentlicht, mit Abhandlungen darüber, wie sich Zahlen bei Reisen zwischen den Ebenen verändern. Beeindruckende Arbeit. Wie? Die Genauigkeit seiner Berechnungen ist unglaublich. Es ist beinahe, als ob er Zugang zu einem Ebenenriss hätte. Oh nein. Der Sperling. Glaubt ihr, er könnte ein dädrisches Portal studieren? Ich will gar nicht darüber nachdenken. Nicht, solange wir noch keine Beweise haben. Na gut, in dem Moment, wo wir wieder aufrecht geworden sind, ich wusste, das ist ein perfektes Timing,
Wieso? Es ist doch gut ausgegangen. Können wir auch wieder raus? Ich bin nicht hier, um über Fürst Seths Verbleib zu spekulieren. Ich bin hier, um den Platz zu räumen. Ihr wisst es nicht, oder? Ich wusste es. Das ist eine Katastrophe. Wer der Panik frönen will, tut das bitte zu Hause. Nicht auf einem öffentlichen Platz. Geht oder werdet gegangen. Setzt sie in Bewegung. Ihr habt die Dame gehört. Geht nach Hause zurück. Falls ihr nach Fürst Seth sucht, ich weiß nicht, wo er ist. Doch ich werde es herausfinden. Verlasst euch drauf. Ich bin nicht hier, um über Sotasil zu sprechen. Es geht um Gascone. Gascone? Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Ich komme ja mit den Beschwerden über ihn kaum mit. Er ist verschwunden. Gut. Vielleicht hat ein Mechanoide ihn gefressen. Irgendwann müssen wir ja auch mal Glück haben. Er könnte sich mit Dedra eingelassen haben. Ich habe einen Nokturalsperling in seiner Amtsstube gefunden und diese seltsame Notiz. Also ist er doch noch vom Verderbten Möchtegern zum hauptberuflichen Schurken aufgestiegen. Ich bin fast schon erleichtert. Jetzt kann er endlich von uns bekommen, was er verdient hat. Ich vermute, ihr habt eure Bürgin Propst Faroni in Kenntnis gesetzt? Ja, sie möchte, dass ihr eine stadtweite Suche organisiert, damit wir ihn zu Verhörzwecken festnehmen können. Eine stadtweite Suche? Ich kann nicht mal genug Apostel entbehren, um einen Besenschrank zu durchsuchen. Ich erhalte massenhaft Berichte aus dem Radius, Geschichten über Fanatiker in schwarzen Roben, blasshäutige Dädra, lebende Schatten. Wir könnten es mit einer ausgewachsenen Invasion zu tun haben. Könntet ihr etwas entbehren, um zu helfen? Ich habe etwas, das ich entbehren kann. Ich kenne einen Artefaktor, Dalomar. Man muss sich erst an ihn gewöhnen, aber ihr werdet keinen besseren Tüftler finden. Er kann euch helfen, Gascone zu finden. Garantiert. Geht und sprecht mit ihm. Er hat seine Werkstatt bei den Behausungen aufgeschlagen. In Schlackenstadt. Nun gut, ich werde mit Dalomar sprechen. Ich wusste, dass dieses verschlackte Stück Dreck Gascone sich irgendwann gegen uns wenden würde. Wir hätten uns schon vor Jahrzehnten hierum kümmern sollen. Was sind eure Gedanken zu diesem schattenhaften Betrüger? Ich glaube, wir sollten ihn vernichten. Und sei es nur, um die Leute davon zu überzeugen, dass man ihn vernichten kann. Ich erhalte bereits Berichte von Bürgern, die überzeugt sind, dass ihr Nachbar oder ihr Freund in Wahrheit ein Schatten ist. Wenn das noch ein paar Wochen so weitergeht, das wird nicht gut ausgehen. Der Schatten hat etwas von Sotasils Macht an sich gerissen. Wenn wir ihn vernichten, könnte das Sotasil schwächen. Ich bin bereit, damit zu leben. Ihr findet es in Ordnung, dass euer Gott seine Macht verliert? Ich habe einen Eid geschworen, die Stadt der Uhrwerke und ihre Einwohner zu beschützen. Wenn Opfer zu erbringen sind, sollten wir alle darauf vorbereitet sein, selbst das Opfer zu werden. Das schließt Fürst Seth ein. Darf ich euch etwas über eure Verbesserungen fragen? Ihr dürft fragen. Wie funktionieren sie? Ich habe eine Kurbel zwischen den Schulterblättern. Jeden Morgen vor dem Frühstück zieht mich einer meiner Helfer auf. Das war ein Witz. Wisst ihr überhaupt, wie sie funktionieren? Auf die gleiche Weise wie jeder andere Uhrwerkautomat. Eine Kombination aus Ingenieurskunst und Hexerei, die zu erklären Jahrhunderte dauern würde. Die Maschinerie hält mich am Leben. Ich weiß, dass sie verstörend anzuschauen ist. Aber es hat ja auch nie jemand behauptet, das Leben in der Stadt der Uhrwerke wäre gerecht. Wie genau seid ihr in der Stadt der Uhrwerke gelandet? Genau wie ihr, würde ich wetten. Durch eine Mischung aus Heldentum und Zufall. Ich diente Rehman Syrodil während der Bedrängnis durch die Akaviri und der Annexion von Walenwald als Kampfmagierin. Dann ist es also während einer Schlacht geschehen? Ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher, was sich dazu getragen hat. Während des Walenwald-Feldzugs kreuzte ich die Stäbe mit einem Spruchfresser von den Waldelfen namens Seledit. Er war verflucht mächtig, drahtig, flink wie eine Skeva-Falle. Ich erinnere mich noch, dass ich seinen Stab mit einer herbeibeschworenen Klinge spaltete. Und das hat euch hierher geschickt? Möglicherweise. Ich glaube, ich war mitten in einem Translokationsspruch, als mein Schwert den Stab traf. Es gab eine Explosion und ein helles Licht. Als ich aufwachte, lag ich im Radius. Verstümmelt und mit allen Vieren von mir gestreckt. Und Sotasil hat euch gefunden?
Ja. Seine Faktoten kratzten das, was von mir noch übrig war, vom Boden auf und brachten mich hierher. Er versorgte meine Wunden. Und was er nicht flicken konnte, ersetzte er durch Metall. Ich fragte ihn, warum. Denn eines Tages wirst du ein Licht erstrahlen lassen, sagte er. Und das war's dann. Drückt er sich immer so vage aus? Immer. Hört auf meinen Rat. Falls es uns gelingt, den echten See zu finden, dann erwartet nicht, dass er euch freundlich umarmt. Wir sind in seinen Augen alle nur Zahnräder. Wertvoll. Und vielleicht sogar wunderschön anzuschauen, aber letzten Endes ersetzbar. Entweder man lernt es zu akzeptieren, oder man wird zum Schluss wie Gascone. Wie Gascone? Ja, verbittert, missmutig, ein potenzieller Verräter und, wenn es nach mir geht, tot. Ja, die ist immer noch sehr extrem in ihren Ansichten. Schauen wir mal. Müsste doch hier gleich um die Ecke stehen. Wie könnt ihr es wagen, Kamit? Eure Mutter wollte eine bessere Zukunft für euch. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Khajiit in Eldenburg gehört. Wollt ihr dabei helfen, dass Schlackenstadt ein wenig bezaubernder wird? So eine Art. So, so. Nun schau sich euch einer an. Ganz voller fleischiger Teile. Da ist kein bisschen Messing an euch, was? Das geht nicht, das geht so nicht. Ich kann das richten, gar kein Problem. Vielleicht neue Füße? Ihr braucht neue Füße, oder nicht? Nein, danke. Ich muss jemand Vermisstes aufspüren. Luciana sagt, ihr habt vielleicht etwas, was mir helfen könnte. Eine vermisste Person? Wie mysteriös. Ihr sucht aber nicht zufällig nach Sotasil, oder? Ich höre Gerüchte, wisst ihr? Alle möglichen Gerüchte. Er soll sich in eine Krähe verwandelt haben, oder war es ein Frosch? Sei's drum. Luciana hat euch einen Gefallen getan. Ich habe da genau das Richtige. Gut, kann ich das mal sehen? Hallo, Schnüffler, Hoppla! Bleib mal stehen. Kühl mal deine Räder, du Schlawiner. Dieser kleine Schrotthaufen sollte reichen. Das ist Schnüffler, der Spürnix. Spürnix vor allen Dingen. Hallo, Schnüffler. Schnüffler schnüffelt da laut. Da läuft er. Ich habe ihm gerade die Beinfedern ersetzt. Also sputet euch. Okay. Na, Schnüffler, mach mein Bett drin. Ich bin eh schneller. Blöde ist, ich weiß nicht, ob ich nicht direkt zum Zielpunkt hinlaufen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich den wieder mitnehmen, indem er halt in meiner Nähe ist. Aber naja, so geht's auch. Auch wenn es natürlich länger dauert. So, hier immer durch. So, Schnüffler, wo geht's weiter? Oh, Moment. Schnüffler, warte. Wir müssen Basti wieder rausholen. Oh, das nehmen wir auch nochmal in mit dir. Da bin ich wieder. Wohin geht es? Immer dem Schnüffler hinterher. Das ist mein neuer Mechanoidenfreund. Ich denke mal, der will runter, oder? Wohin? Folge dem X, folge dem X. Oh Gott, ich warte auf der anderen Seite, damit ich dem vor die Füße springen kann und der steht da und wartet auf mich. Es ist... Ich bin noch nicht mal 2 Meter entfernt gewesen hier drin. Hey, aufwachen, Jonas! Besuch! Bah, wie nutzlos. Ja, beide sehen sehr nutzlos aus. Außenseiter Beobachtungsbericht Protokoll 3 könnt ihr euch gerne durchlesen. Ist nur etwas länger. So. Was schnüffelt ihr hier mit diesem hässlichen Viech herum? Jonalf und ich haben nichts getan. Ich suche nach Kanzler Gascone. Habt ihr ihn gesehen? Kanzler wer?
Ach, ihr meint diesen messingärschigen Rumtöner, der hier durchgelaufen kam. Jawohl, den habe ich gesehen. Schleifte seine dämlichen Apostelröcke hinter sich her wie eine gesprungene Radkette. Er schien es auch sehr eilig zu haben. Ziemlich verdächtig, wenn ihr mich fragt. Mein Mechanoide hat seine Fährte verloren. In welche Richtung ist er gegangen? Ja, das Fett verstopft den Mechanoiden die Schnauze. Deshalb bleiben wir hier unten. Wir wollen ja nicht, dass die Konstabler sehen, dass... Sei's drum. Euer Mann war auf dem Weg nach Westen. Hier sollten auch irgendwo ölige Fußabdrücke sein. Folgt diesen Spuren und ihr findet euren Rumtöner. Okay, also Westen auf der Karte, nehme ich mal an. Oder? Guck mal vor sich selber kurz noch hier, aber da ist... Doch, tatsächlich. Wollt ihr mich veräppeln? Also meinen die mit Westen den Osten. Ich hasse... Ach so, nee, wir laufen auf der Karte nach links. Ah, okay. Ich dachte, die Karte dreht sich mit. Macht sie aber anscheinend nicht. Attentat. Beim Dunkel der Nacht vernehmt diese Worte. Kanzler Gascone hat uns hintergangen. Nehmt ihn gefangen, wenn er die Klamm durchquert. Sollte das nicht gelingen, tötet ihn. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Diener Sotasils unsere Geheimnisse kennt. Auch wenn es sich nur um einen verräterischen Knecht handelt. Mögen die Schatten eure Klingen leiten. Okay. Hier sind noch Spuren. Was bist du denn für einer? Hier rum. Hinten geht's weiter. Der Verräter kann nicht weit sein. So, ja, die müssen wir laufen. Gut. Ich meine, die mussten wir machen, damit... nee, die Spuren, die sehen wir auch so. Können wir die dann einfach links liegen lassen, wenn die nochmal auftauchen? So, irgendwo hier durch. Hinten ist er wieder raus. Wer ist... Kommt ihr, um mich zu töten? Zu spät. Euer Skewer von einem Kanzler kam euch zuvor. Wer seid ihr? Noch einer von Viles kriecherischen Handlangern? Gascone ist fort. Nun lasst mich in Frieden zu meiner Herrin zurückkehren. Hat Gascone euch das angetan? Wo ist er? Im Westen, an der Ventralstation. Er mag mich getötet haben, aber lange wird er nicht durchhalten. Er hat sein Schicksal in dem Moment besiegelt, als er uns verraten hat. Es gibt einen Bund zwischen Gascone, Clavicus Vile und meiner Herrin. Doch er hat ihn gebrochen. Jetzt wird er in seinem eigenen Blut ersaufen. Das werden wir noch sehen. Meisterin der Nacht, ich komme. Valaste, warum bist du zu den Gegnern übergelaufen? Erzählt mir von diesem Pakt. Gascone hat geschworen, uns ein Artefakt von großer Macht zu bringen. Nun ist das Artefakt verschwunden. Aber keine Sorge. Meine Herrin wird die Wahrheit schon bald aus ihm herauspressen. Die flüsternden Schatten werden sich dieses Artefakt holen. Und ihr werdet alle sterben. Taub von euren eigenen Schreien. Hattet ihr vorhin nicht Clavicus Vile erwähnt? Sind seine Agenten in der Stadt der Uhrwerke? Ihr habt wirklich keine Ahnung, oder? Dätrische Kräfte sammeln sich in allen finsteren Ecken. Sie lauern hinter jedem Baum und unter jedem Stein. Wir verbreiten uns wie eine Seuche. Mit jeder Stunde beanspruchen wir mehr Seelen und ein größeres Gebiet. Sotasils kostbare Stadt wird durch unsere Hand sterben. Es reicht. Beantwortet meine Frage. Sind die Schergen von Clavicus Vile in der Stadt? Ja. Scarfin und andere. Sie haben ihren Zweck erfüllt und doch bleiben sie zurück. Sie durchkreuzen die Pläne meiner Herrin und bieten dieser Kröte Gascone auch noch eine sichere Zuflucht. Ich sage kein Wort mehr. Das hatten wir doch noch nicht. Warum ist das hier grau? Sagt mir, welchen Bund Gascone und Clavicus Vile und eurer Herrin eingegangen sind. Mit Clavicus Vile.
Das Kona hat geschworen, uns ein Artefakt von großer Macht zu bringen. Also, okay. Dann sagt sie nur wieder das Gleiche, was sie vorher schon erzählt hat. Deswegen ist es auch grau. Moment, die Fußspuren führen hierhin. Das heißt aber, dass hier theoretisch auch weitere Fußspuren sein müssten. Kann man hier eigentlich... Ja, kann man. Hier sind aber keine Fußspuren mehr. Aber im Endeffekt müssen wir nur noch das Versteck finden. Das haben wir jetzt schon gefunden. Wir müssen aber irgendwie noch da hoch. Also das haben wir auf der Karte schon gefunden, sagen wir es mal so. So, deswegen gibt es hier wahrscheinlich auch keine Fußspuren mehr. War das oben oder war das unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, es war unten, ne? Ja, ja, es war unten. Genau. Dann war das nämlich letztes Mal, wo ich hier rumgelaufen bin, war das nämlich genau andersherum, dass ich gedacht habe, dass es unten gewesen. Nee, dass ich gedacht habe, es wäre oben gewesen. Und dann nämlich auch oben rumgelaufen bin. Aber es ist hier unten. Da komme ich gar nicht so. Oh, geht mir alle mal nicht auf die Nerven hier. Jetzt kommt der natürlich auch noch mitten im Weg, war ja klar. Folgt dem Schnüffler. Würde ich ja gerne, aber der lässt mich ja nicht. Was haben wir hier? Das ist Schnüffler. Das ist toll, aber den habe ich... Boah, Alter. Man kann es halt nicht machen. Okay. Nee, ich muss aber mit Schnüffler reden, oder nicht? Muss ich mit dir nochmal reden? Schnüffler gibt ein tiefes, aufgeregtes Zwitschern von sich, als er ihn berührt. Es ist unmöglich zu sagen, ob ihn die Aufmerksamkeit freut oder abschreckt, okay? Ich dachte, ich soll ihm folgen. Dann komm mal einfach mit, Schnüffler. Ich zeig dir, wo es ist. So, hier ist es. Was? Wer ist da draußen? Ach, hier. Hinfort, wer immer ihr auch seid. Ich habe die Tür verrammelt und sie wird auch so lange wie nötig verrammelt bleiben. Kanzler Gaskun, Varuni hat mich geschickt, um euch zu finden. Wir haben ein paar Fragen. Fragen? Ihr meint, dass ich töricht genug bin, euch hereinzulassen? Nein, diese Tür bleibt geschlossen. Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken, um die Sache gerade zu biegen. Ganz einfach. Und nun lasst mich in Frieden. Was habt ihr getan? Seid ihr einen Handel mit diesen Schattenkultisten eingegangen? Mit wem ich mich austausche, geht euch nicht das Geringste an. Ihr seid genau wie Varuni. So aufrichtig, so naiv. Wenn ihr euer Leben liebt, verschwindet ihr von hier. Sofort! So, sucht nach einem anderen Eingang. Und ich weiß, dass ich da immense Probleme mit hatte. Ist aber eigentlich recht einfach, war. Und zwar werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen durchboxen. Damit ich hier mehr in Ruhe gucken kann. Obwohl, hier kann ich auch laufen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine... War das hier oben? Ach so, hier geht's auch hoch und runter. Ah, okay. Wusste ich es doch, dass das eigentlich ganz einfach gewesen ist. So, hier haben wir noch was zum Einsammeln. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können darum gehen und dann geradeaus oder darunter. Ich gehe mal darum. Basti, kümmere dich mal um den. Ja,
nervt mich jetzt mal nicht. Ihr habt also hineingefunden. Beeindruckend. Dumm nur, dass euer Weg eine Sackgasse ist. Falls ihr euch nicht durch Feld sprengen könnt, findet ihr mich nie. Ja, wenn die mir nicht auf die Nerven gehen würden, dann könnte ich vielleicht auch mal eben das Ding lesen. So. Ich kann mich noch so gerade dran erinnern, was man da machen musste. Also, stellt sicher, dass sich ein inaktiver leerer Animokern fest in der Verankerung der Füllstation befindet. Stellt sicher, dass sich alle Ventile in der korrekten Durchflussposition befinden. Darum müssen wir uns noch kümmern. Und bewegt den Hebel in die Position befüllen. Warte, bis der Kern vollständig geladen ist. Okay. Also. Nee, das ist das Rücksetzventil. Das war jetzt doof. Woran sehe ich denn? Ich glaube daran, ne? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Da hinten rum. Hier sehe ich nicht, dass was rausgeht. Hä, ist das jetzt zu? Jetzt ist das bis hinten. Ist das hier jetzt weitergegangen? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, ja, ja. Jetzt geht's weiter. Okay, perfekt. Oh. Die Frage ist jetzt nur, macht er das jetzt automatisch nach hier unten oder nicht? Weil ich sehe da unten immer noch nichts. Ich kann das Ding doch nicht da reintun, oder? Hier kann ich nicht reparieren. Aber es scheint hier was anzukommen. Oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Weil das sieht immer so aus, als ob da was durchkommt. Aber ich glaube, es kommt gerade noch nichts durch. Ich weiß, dass es richtig blöd gewesen ist hier. Nein, 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 nein. So, Moment. Oder ist der, geht der, ach, der geht zur Mitte. Okay. Ja, dann verstehe ich das auch. Okay. So, das ist auf jeden Fall die falsche Seite. Jetzt geht er nach unten. Ist das nämlich doch so, wie ich mir gedacht habe, dass man das immer sehen sollte. Geht er jetzt nach oben? Ich bin mir nicht sicher. Ist er jetzt oben angekommen hier? Anscheinend nicht. Ah doch, jetzt. Jetzt geht er nach links. Das müssen wir nach rechts umleiten. So, nehmt dem Animo. Ihr plant doch etwas, oder? Nun, dieser Rosthaufen setzt seit Jahrzehnten Staub an. Ihr könnt auch gleich wieder aufgeben. Folgt den Funktionen einsatzbereit. Was? Was habt ihr getan? Kampfsequenz einsatzbereit. Brauchst du nicht, renn weiter. Testprotokoll initiiert. Reagiere auf feindliches Verhalten. Integrität kompromittiert. Stelle sämtliche Funktionen ein. Gebt doch gleich auf. Nein, nein, nein. Aufgeben ist keine Option, Leute. So, findet einen anderen Animokern. Ach, hier geht's hoch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt hier hoch. Doch, da oben ist das. Okay. Der ist links. Och, nimm doch einfach den Kern. Komm. Basti, wo bist du schon wieder?
Kann doch nicht so schwer sein, wenn das nur ein Gegner ist, sich mal um den zu kümmern. Wofür nehme ich denn eigentlich einen Tank mit? Boah, komm, jetzt nerv mich. Alter, ernsthaft? Boom. Ich falle auch so schon von der Treppe runter. So, wir haben einen neuen Animo-Kern. Natürlich kriegen wir schon wieder neue Gegner. Ja, ist ja gut. Ist ja gut hier. Och, nerv mich jetzt nicht, du Idiot. Warum laufen die mir hier eigentlich über die komplette Map hinterher? Die müssten mich schon lange wieder vergessen haben. Komm, jetzt mach. Weiter geht's. Annäherungssensoren aktiv. Ich verstehe das nicht. Ich musste es tun. Ihr ruiniert alles. Na? Wir haben doch keine Zeit. Mach doch mal ein bisschen hinne hier. Gehe Bedrohung an. Kampfsequenz einsatzbereit. Gehe Bedrohung an. Können wir auch Bedrohung ausmachen? Ach nee, er sagte mal, gehe Bedrohung an, ne? Genug! Leite das Ladungstor um und halte dieses Ding auf! Okay, er ist kaputt. Das heißt, wir müssen ihn natürlich... Keine Gnade! ...trotzdem noch finden. Ich bin jetzt nicht sicher, wo wir... Achso, wir hätten links gehen müssen. Ne? Naja, gut. So, komm, Basti. Die Uhr... Uhrwerkmauerräder. Das habe ich noch nicht mal mit meinem privaten Account. Was ist das denn bitte? Gut, dass ich hier auch alles auf Maximum gemacht habe. Also in Sachen Ausgrabungen und so weiter. So. Wir müssen links rum. Komm, Basti kriegt es eh nicht hin, als Tank den aufzuhalten. Wo kommst du denn jetzt her? So. Der Tag ist unser. Ja. Wir gehen hier nicht runter. Gehen wir hier runter? Doch, wir gehen hier runter. Verwirrt mich hier doch nicht total. Könnt ihr das nicht einfach so machen, dass das dann auf einer Ebene bleibt? So, hier links irgendwo muss das sein. Da ist er doch. Ihr beschwört mich erneut. Ich werde dem überdrüssig sterblicher. Genug ge... Genau, genug geplaudert. Komm runter. Wie habt ihr... Ich gebe auf. Folgt mir nach draußen. In Ordnung? Ich verspreche, ich werde alles erklären. Dann los. Ich weiß, wie das aussieht, aber ihr müsst verstehen. Diese Schattenkultisten wollten mir die Kehle aufschlitzen. Ich musste gehen. Mein Leben war in Gefahr. Begreift ihr denn nicht? Fangt an zu reden. Gut, ich bin einen Handel mit Clavicus Vile eingegangen. Ich weiß, fragwürdig. Aber hört mir zu. Er wollte nur einen Schlüssel. Wenn ich ihm den besorgt hätte, hätte er mich zum Herrscher über die Stadt der Uhrwerke gemacht. Leider hat mir jemand den Schlüssel gestohlen, bevor ich ihn übergeben konnte. Wer hat den Schlüssel gestohlen?
Ein paar dämliche, sprechende Krähen. Nach dieser schrecklichen Sache mit dem Schatten bin ich in meine Amtsstube zurückgekehrt, um nachzudenken. Ich kam gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie einer dieser widerlichen Vögel mit dem Artefakt weggeflogen ist. Da bekam ich es mit der Angst zu tun und kam hierher, um mich zu verstecken. Und was ist mit dem Schattenbetrüger? Wusstet ihr, dass man Sotasil ersetzt hatte? Bei meinem Leben, ich wusste es nicht. Ich wollte die Stadt heilen, nicht zerstören. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Plan niemals umgesetzt. Mein Ehrenwort. Ihr habt sämtliche Bewohner der Stadt der Uhrwerke in Gefahr gebracht. Ja, meine Methoden waren etwas unkonventionell. Das gebe ich zu. Aber ihr müsst das verstehen. Ich habe das nicht für mich getan. Ich habe es für die Stadt getan. Schaut euch nur um. Blutrünstige Mechanoiden, unwirtliche Einöden, zerfallene Türme. Das ist alles Sotasils Schuld. Wie ist das denn Sotasils Schuld? Er hat uns im Stich gelassen. Während er in Zentrales vor sich hintüftelt, kommen wir kaum über die Runden, essen Nährpaste und verstecken uns vor Mordmaschinen. Ist das gerecht? Sollen wir ihm dafür auch noch danken? Meine Augen sind offen. Die Bewohner der Stadt der Uhrwerke haben Besseres verdient. Und ihr seid es, der es ihnen geben wird? Das dachte ich. Hört zu. Ich weiß, dass es nicht sehr klug war, mit Clavicus Vile einen Handel einzugehen. Einem dunklen Fürsten ein dädrisches Artefakt anzubieten. Das war ein Fehler. Trotzdem kann ich ein nützlicher Verbündeter sein. Ich kenne unseren Feind besser als jeder andere. Ihr braucht mich. Ich glaube euch. Wir brauchen euer Wissen, um den Schatten von Sotasil aufzuhalten. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Bringt mich zurück zur Messingfeste. Ich werde meine Verbrechen gestehen. Vielleicht kann ich euch zur rechten Zeit noch helfen. Sobald wir in der Basilika ankommen, kann ich Varuni alles erklären. Vielleicht versteht... Oh nein. Haltet Luciana, lass mich erklären. Ich stopfe es euch. Für immer. Danke, dass ihr diesen verräterischen Hund aus der Station geholt habt. Varuni möchte in der Basilika mit euch sprechen. Ihr meint aber nicht den Hund, der hier mit dabei war, den Schnüffler, oder? Ja gut, ich wollte eigentlich sagen, und das werde ich jetzt auch machen, dass ich mich ganz schnell wieder zurück zur Stadt der Uhrwerke aufmache und dass wir uns dann gleich doch wiedersehen. So, wir sind wieder... am Zielort unausweichlicher Falls. Achso, rechts von uns. Ich habe euch gesagt, was ich weiß, Varuni. Ich versuche, das wieder gut zu machen. Willkommen zurück. Ich hielt gerade einen kleinen Plausch mit dem ehemaligen Kanzler Gascone. Er beharrt zwar darauf, mir alles erzählt zu haben, aber ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass er noch immer irgendetwas verbirgt. Ehrlich gesagt, ertrage ich seinen Anblick kaum. Er könnte es auf einen besseren Handel abgesehen haben. Er weiß auf jeden Fall etwas über unsere Gegner. Das passt zu Gascone. Immer versucht er, sich aus der Affäre zu ziehen, wenn einer von seinen Plänen sich auflöst. Was hat er euch erzählt? Irgendwelche Spuren, denen ich folgen kann? Gascone versprach, Clavicus Will einen Schlüssel zu liefern, aber die Krähen stahlen ihn, ehe er die Gelegenheit dazu hatte. Der Kongress der Kalibrierung dankt euch für eure Dienste. Und ganz persönlich möchte ich eure Barmherzigkeit loben. Gascone ist ein unerträglicher Verräter, aber er ist immer noch ein Apostel. Fürst Seth sagte immer, wir sollen aufeinander Acht geben. Nehmt dies. Und meinen Dank. Und wir erhalten sogar ein göttliches Kürass vom Set Stromschlag und einen Fertigkeitspunkt. Offenkundig müssen wir diesen geheimnisvollen Schlüssel zurückholen. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er macht. Aber wenn dädrische Fürsten bereit sind, seinetwegen eine Invasion in Gang zu setzen,
können wir es uns nicht leisten, dass er uns durch die Finger schlüpft. Wo sollen wir anfangen? Gascone besteht darauf, dass die sprechenden Krähen ihm den Schlüssel gestohlen haben, oder? Wir sollten bei ihnen anfangen. Laut den Konstablern haben die Vögel schon unmittelbar nach ihrer Ankunft mit dem Stehlen angefangen. Ich habe noch nie eine Krähe gesehen. Ist das etwas Ungewöhnliches? Das Reden? Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Nun, der Umstand, dass sie erschienen sind, nachdem ihr den Schatten enttarnt habt, ist verdächtig. Sie scheinen aber vor allem daran interessiert zu sein, Schabernack zu treiben. Hört euch im Chor der Transaktion um. Vielleicht kann einer unserer Konstable euch mehr sagen. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Auf so etwas haben uns die Predigten nie vorbereitet. Wenn das hier alles vorbei ist, kann Fürst Seth vielleicht ein Addendum darüber schreiben, was zu tun ist, wenn sprechende Krähen und dädrische Monster bei einem vorbeischauen. Habt ihr wirklich noch nie vorher eine Krähe gesehen? Bis heute nicht, nein. Sie sind wirklich recht schön. Abgesehen vom Spotten und Stehlen und dem, ihr wisst schon, dem, was hinten rauskommt. Ich habe gelesen, dass es Vögel in allen möglichen Farben gibt. Trifft das zu? Ja. Es gibt hunderte von Arten in Tamriel. Hunderte? Faszinierend. Ich würde sehr gern mehr von diesen Vögeln sehen. Natürlich nur zu Forschungszwecken. Das Einführen einer fremden Art in Fürst Seths Schöpfung könnte zu allen möglichen unvorhergesehenen Fehlfunktionen und Abweichungen führen. Wenn wir den Schatten besiegen, könnt ihr Tamriel vielleicht selbst besuchen. Was? Nein, nein, nein. Ich habe zu viele Verpflichtungen hier. Und Seths Seite verlassen? Das ist ja ein absurder Vorschlag. Ist natürlich nicht böse gemeint. Die Stadt der Uhrwerke ist mein Zuhause. Ich verspüre kein Verlangen, von hier fortzugehen. Nicht das Geringste. Jetzt haben wir aber Arbeit vor uns, richtig? Habt ihr eine Ahnung, warum die Dedra diesen Schlüssel wollen? Er verfügt offenkundig über irgendeine große Macht. Schlüssel existieren, um Türen auf- und zuzuschließen, richtig? Ich nehme an, Sie wollen etwas aufschließen. Gibt es irgendetwas hier in der Stadt der Uhrwerke, was Sie aufschließen wollen könnten? Wir verlassen uns zwar nicht oft auf Schlösser, aber denkbar ist das schon, schätze ich. Vielleicht die Truhe eines Apostels oder irgendwelche unteren Abschnitte des Inkarnatoriums. Was ist mit Sotasil? Hat er irgendwas weggeschlossen? Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Was im Cogitum Centralis vor sich geht, bleibt für so gut wie jeden ein Geheimnis. Aber keine Sorge. Falls Fürst Seth etwas weggeschlossen hat, dann kann kein Schlüssel es einfach so öffnen. Seid ihr da sicher? Ganz sicher. Ich meine, ich schätze, es wäre möglich, dass... Nein. Nein, ich bin mir sicher. Gut, sie ist sich sicher, aber wir müssen mit diesen Worten dann erstmal diese heutige Folge beenden. Die ist auch sehr, sehr lange schon geworden, deswegen halte ich mich nicht auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.